schön, alles aufgebaut. Hier auf der linken Seite sieht man, müsste ein Hühnerstall oder so etwas sein. Wir sind da an einem Geflügelhof. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, auch das Anliegen, ich sag's mal, Basisanliegen, ja, von den Menschen allgemein, auch Ernährung und so weiter. Ja, gut, vielen Dank. Hallo, stefan-live.de. Wir kennen uns schon, jawohl. Okay, alles klar, dann laufe ich mal ein bisschen ein paar Meter weiter. Gibt es Live-Musik um 14.30 Uhr. Moment mal. 14.30 Uhr ein Vortrag von Professor Thies. Moment, ich guck mal, was das Thema ist. Ist das mit Marcel von Lockdowns und die Folgen, wie schützen wir unseren Mittelstand? Ist Professor Dr. Kreis von der Fachhochschule. Ach, Kreis, ja, Kreis, ja, okay. Kreis, klar. Genau. Ich habe gerade okay. Ja. Sehr schön. Thies heißt der Marcel. Thies. Ja, richtig, genau. Erstmal herzlich willkommen auf dem Sophierhof. Ich freue mich ganz arg, dass ihr heute alle die Sonne mitgebracht habt. Da warten wir nämlich schon eine ganze Weile drauf. Und ja, Leipzig ist ganz anders. Ja, ganz kurz zum Sophierhof. Ich bin noch gar nicht so arg lang da. Also seit 2010 habe ich den Betrieb gekauft. Und das war früher mal ein Brauereibetrieb. Also von 1850, 60 bis zum 1917, glaube ich, war es. Nach dem Ersten Weltkrieg ist hier also Bier gebraut worden. Da war auch die erste Wasserleitung in Aalen gelegen, und zwar da oben von seiner Quelle bis da runter ans Brauereigebäude. Und beim Bierbrauer braucht man immer viel Wasser und billiges Wasser. Und das war also, wie gesagt, der Anfang hier vom Sophierhof. Ich glaube, seine Freundin hat Sophie Kaiser oder mal Verflossene, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das schon ursprünglich immer da gewesen, der Name. Und ja, dann war ein landwirtschaftlicher Betrieb hier mit Kühe, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, was weiß ich was allem. Dann haben wir einen Gärtnereibetrieb war hier. Und zwar, das war der Holland Gärtner, das sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was. Und zwar, der Bernardus Sase hat den Hollandgärtner da aufgemacht, und der Franz Sase, sein Junior, hat er ja, bis zum Schluss dann noch gekämpft, hat dann aber auch aufgegeben, und der hat den Betrieb gepachtet, um die Blumen und die Pflanzen anzubauen, die sie da oben verkauft haben und angebaut haben halt, oder ausgestellt haben. War so ein Freizeitpark. Und danach wurde es ein Pferdebetrieb, und ja, und dann habe ich es gekauft. Irgendwann ist dann das Geld ausgegangen oder was weiß ich. Und dann haben sie es verkauft, und dann habe ich den Betrieb gekauft. Gott sei Dank konnte ich ihn kaufen. Ich bin hier ein ganz glücklicher und zufriedener Mensch, auch wenn es viel Arbeit ist hier. Aber das macht nichts. Ich mache es gerne. Ja, der Betrieb hat 15,3 Hektar. Er ist arrondiert. Das heißt, die ganze Fläche ist ums Haus herum. Ich brauche also keine öffentliche Straße überqueren, um irgendwo auf eine Fläche von mir zu kommen. Und es ist alles arrondiert an einem Stück, und das macht den Betrieb eigentlich auch so wunderschön. Und auch da hier mit dem Gewässer, das hat übrigens auch der Bernardus Sase angelegt. Das waren früher mal zwei Eisweiher. Wir sehen nachher noch, wenn er mit nach oben läuft, noch einen existierenden Eisweiher, der jetzt ein Biotop ist. Und der Weiher, wie gesagt, wurde von dem angelegt als Bewässerungsteich. So, jetzt würde ich sagen, unser Betriebsschwerpunkt ist die Legehennenhaltung. Und wir haben also, ich habe 1991 in den Betrieb eingeheiratet, in der Hofladen Hermannsfeld. Das sagt, kennt vielleicht auch der eine oder andere. Und dann habe ich den Betrieb vom kleinen Mischbetrieb umgestellt, auch auf einen spezialisierten Betrieb mit Legehennenhaltung. Wir haben seinerzeit noch einen Hofladen gehabt, so auch wie der Name gesagt hatte. Und einen Hofladen, eine Bäckerei, und dann haben wir da noch eine Tanzscheune gehabt für 180, 200 Leute. Also hier ist es eigentlich mehr oder weniger im Vergleich zu Hermannsfeld mein Altersruhesitz. Und läuft ein bisschen gemütlicher, nicht ganz so. Wir haben jetzt uns entschieden, dieses Jahr noch in die Demeter Freilandhaltung zu investieren. Wir haben also erstmal Erfahrung gesammelt mit kleineren Stellen. Da fangen wir jetzt auch gleich an und gucken uns den an. Nachher laufen wir hier durch den Stall. Ich muss aber als Auflage vom Ordnungsamt in mit sagen, also hier sind wir bis 300 Leute, dürfen wir maskenfrei uns bewegen.
sobald wir in den Gebäuden sind, müsst ihr mindestens den Abstand einhalten mit 1,5 Meter, außer ihr seid eine Familie und könnt eine Maske tragen, also ist dann eure eigene Entscheidung. Gell? Das muss ich einfach sagen, der Vorschrift halber. Wir gehen jetzt aber erstmal zu dem kleinen Freilandstall, wo wir angefangen haben. Wir stammen alle von Adam und Eva ab. Wir sind eine große Menschheitsfamilie. Wir sind alle von Adam und Eva. Also. Wir verordnen uns nämlich so ein bisschen aber so. So. Jetzt sehen wir hier gleich mal ein paar Hühner. Hühnermobil.de, aha, gut. Interessant. Ja, also das ist unser erster Stall, Freilandstall, mit dem wir einfach mal Erfahrung gesammelt haben. Und das ist ein sogenanntes Hühnermobil. Haben also konventionell haben da 230, 40 Hühnerplatz. Jetzt nach Demeter Standard sind es eigentlich nur 190. Demeter ist der strengste Anbaustandard, den wir haben hier in Deutschland, auch europaweit. Es geht mit EU-Bio los, Naturland, Bioland und dann Demeter. Und wir dürfen also hier relativ wenig Tiere auf den Quadratmeter halten. Der Stall ist mobil, das heißt, er kann also quasi jede Woche, alle 14 Tage verstellt werden, sodass die Tiere immer die Gelegenheit haben, frisches Gras zu fressen, dass sie immer, wenn sie rausgehen, frisches Gras auch vorfinden. So, die Legen fangen eigentlich morgens an, also die Sonne geht bei den Hühnern um 5 Uhr auf, das ganze Jahr über, das heißt mit Licht gesteuert in dem Fall, und dann fangen die an zu legen, und die legen hauptsächlich bis zur Mittagszeit. Da wird also 90-95% der Eier werden alle bis zur Mittagszeit gelegt. Gell? So, jetzt müssen wir bloß so, wenn ich jetzt immer aufmache, müssen die Kinder geschwind ein bisschen ruhiger sein, weil die haben jetzt gerade ihren Ruhe, und da wollen die normalerweise immer ganz allein und dunkel drin sein. Gell? Da mache ich jetzt immer geschwind auf, das Kind darf gerade mal reingucken. Lass reingucken. Ich mache jetzt hier auf. Und da legen die Eier rein, da sind jetzt auch gar nicht mehr so viele Henne drin. Oh. Jetzt muss man geschwind wieder weggehen. Ich mache nochmal auf, die Kinder dürfen nochmal geschwind ein wenig näher herkommen. Eier, hat gleich ein so. Jetzt, ich gebe Ihnen auch gerade mal ein Ei. Gucken Sie mal, das ist jetzt frisch gelegt. Sie machen jetzt mal Ihre Hand auf. Das ist jetzt ganz frisch gelegt und warm. Gell? Bloß, dass Sie mal gefühlt haben, ich gebe es auch mal den Kindern. Gell? Das ist jetzt frisch, du darfst auch mal heben. Alle Kinder dürfen das mal heben, das Ei. Gell? Das ist also die sogenannte Sendi-Rasse, die ist besonders geeignet für die Freilandhaltung. Die kommen aus Österreich. Gell? Muss ich auch mal anlangen. Also ist jetzt, kann sein, das ist schon länger gelegt, aber da drin ist Dinkelspelz drin, ihr seht es hier. Und da fühlen die sich pudelwohl. Und die wollen, das ist wie mit der Frau, wenn sie ein Kind kriegen, dann wollen sie auch ein wenig für sich allein sein. Und so wollen die da halt auch ein wenig kuscheln und ein bisschen allein. Nur maximal eins. Also das nicht am Tag, also im Jahr. Im ersten Jahr kann es sein, sie legen 300 Eier, also die machen auch einmal in der Woche machen sie einen freien Tag. Gell? So wie wir auch. Gell? Und, gell? Haben sie alle mal angelangt? Hast du es auch mal angelangt? Oh, sagen wir haben selber 15. Achso, also. Sie sehen heute schon warm. Alles gut. Gell? Aber danke. Jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein Ei. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr verkäuflich. Will ich's einfach, wenn es jemand mitnehmen will, schenke es, aber es muss halt heimkommen. Das ist jetzt ein wenig beschmutzt und man darf keine Eier waschen. Gell? Weil da wird ein Schutzschild, also quasi von der Natur her, wird da quasi weggewischt und dann sind Salmonella, können dann direkt ins Ei und sonst sind sie geschützt. Gell? Deshalb Eier nie waschen. Gell? Lieber so kochen, dann ist okay. Wenn das jetzt weiter wärmen würde, wird dann noch was schlüpfen? Na, da sind Gürtel dabei, ja. Genau. Das ist ja auch Vorschrift bei uns, dass da immer, das seht ihr auch nachher irgendwo, da sind immer ein paar Hähne dabei. Das ist erstmal Vorschrift und das ist auch in der Freilandhaltung sehr von Vorteil. Die Hähne, die sind, wenn die da ein ganzes Harem um sich rum haben, mit so vielen Hähnen, die sind da der Kabo.
Und die passen da richtig auf die. Und in der Freilandhaltung haben wir auch das Problem mit Wildvögeln, also mit dem Mäusebussard, Dauber. Und wir haben auch der Milan, wo viele sagen, der Milan jagt nichts. Sage ich auch, der jagt auch. Die kommen von der Mülldeponie Ellertrum. Ja. Und jagt bei uns die Henne. Und wenn dann mal eine wegen schwächer ist oder die ganz allein im Eck, dann gehen die auch runter. Ja. Und die verrupfen es im Auslauf. Ja, ja, das ist also unglaublich. Ja. Jetzt mache ich da den Stall noch auf, dann seht ihr mal, wie das Grundprinzip ist. Also unten ist hier der Scharraum, an der Seite sind die Nester, dann kommt die Tränkelinie, dann kommt in der Mitte die Sitzstange. Und unten, übrigens, ich muss sagen, wegen der Kinder, wir haben Strom auf dem Zaun. Ja. Gell? Also Kinder, Abstand vom Zaun halten. Gell? Und nicht hinpinkeln. Das ist schlecht. Schon einfach. Ich mache bloß ganz langsam auf, dass ihr einfach mal gucken könnt. Die laufen also, wie gesagt, die Tiere müssen immer weg vom Holzrüstzeil. Immer vielleicht ein bisschen so einen Kreis machen, dass wir nicht zu eng aufeinander sind. Das ist mir eigentlich... Nicht, dass jemand vom Ordnungsamt da ist und immer ein bisschen so einen Kreis laufen. Das ist auch nachher ganz Eihalter im Gebäude dann nachher. Freude dran, wenn Sie mal zu lang drin gewesen sind, das sieht so aus wie da drüber. Also da bin ich jetzt aber noch mit dem Mulcher drüber gefahren. Aber das sieht dann nicht so schön aus, weil die wühlen dann in der Erde und im Dreck, das tut dann auch gut. Aber wenn es nass ist, dann ist es nicht so gut. Also wenn es trocken, so staubbad ist, alles gut, wunderbar. Aber sobald es feucht. So, jetzt gehen wir mal in den Hühnerstall rein. Schauen wir mal. Upsala. Was sind die anderen hier? So, die heißen Sandy-Hühner. Die kommen aus Österreich. Ist eine spezielle Rasse, die sich sehr gut eignet für die Freilandhaltung. Ja, die waren vor 12 Wochen, die sind jetzt 12 Wochen alt, da waren die quasi Küken. Da sind sie gerade aus dem Ei rausgeschlüpft. Und das, ihr seht aber selber, da ist nicht viel dran. Das ist also, normalerweise sind die Masthähnchen heute in 5 Wochen schlachtreif. Und die sind jetzt 12 Wochen alt und da ist eigentlich nicht viel dran. Ja. Und ab 16 Wochen darf man es dann vermarkten. Da tun wir es in der Regel bis zur 20. Woche und wir versuchen, dass man die meisten unterbringt in die Läden, an der Naturschläden. Und das, was dann am Schluss dann übrig bleibt, weil es lohnt sich ja noch weniger zum Füttern, das geht dann in die Schlachterei. Und da werden also hauptsächlich dann so Geflügelwurst draus gemacht und der Rest ist halt Hunde- und Katzenfutter dann. Ja, das ist dann so. Also Hund und Katzenfutter gehen dann dasselbe ins Fleisch. Ja, genau, Bio. Ja. So, gut. Hat noch jemand Frage hier? Was ist Masthähnchen? Das sind die Bruderhähne. Und zwar Masthähnchen sind normalerweise extra gezüchtet, nur für die Mast. Und die sind, man darf ja jetzt seit vorletztem Jahr im Biobereich keine Bruderhähne mehr töten. Weil das hat sich bis jetzt nicht gelohnt zum Aufziehen. Und die muss man jetzt aufziehen im Biobereich und ab nächstes Jahr auch im konventionellen Bereich. Und dann müssen die irgendwo vermarktet werden als Masthähnchen, sind aber wie gesagt sehr eingeschränkt als, ja, als Fleisch, also Wursthähnchen. Gell? Und muss aber quer subventioniert werden. Also die Aufzucht von so einem Hahn kostet ungefähr 6-7 Euro. Und das gibt auch der Preis nachher der Markt nicht her. Und deshalb müssen die eierlegenden Hühner, die müssen die Buben quasi finanziell mit durchziehen. Deshalb kostet jedes Ei bei uns ungefähr 4 bis 5 Cent mehr. Gell? Dafür, dass die Buben leben dürfen und aufgezogen werden. Und die dürfen dann jetzt auch als nächstes noch den letzten Abschnitt immer raus. Die haben also dann auch noch ein Drittel ihrer Lebenszeit haben die draußen. Was ist diese Maschine in der Mitte? In der Mitte, das ist quasi keine Maschine, das ist so eine sogenannte Voliere. Das heißt, da sind die Futterbänder, da sind die Kotbänder. Da, wo die Tiere fressen und übernachten, da wird am meisten Kot abgesetzt. Deshalb muss unten der Kot gelagert werden, dass der nicht unten auf dem Boden bleibt. Der soll eigentlich nur der Scharraum sein. Und in der Anlage ist die Fütterung, die Nester und die Tränken sind da. Und ist es 50-50 von den Eiern, dass Hähne oder Hähne rauskommen? Oder? Ja.
bei uns nicht so. Aber es gibt da noch Techniken anscheinend, wo sie es bestrahlen und was der Herrgott was alles, dass die Buben quasi vorher nicht ausschlüpfen können, gell? Aber das ist im Biobereich nicht gewünscht und ist auch nicht sehr erfolgreich, muss ich sagen. Und in der Natur ist wie bei uns leid auch halb. Das heißt, trotzdem ist eigentlich so noch, aber ist auch bei uns in der Menschheit ist auch so, überlebt einen Tick mehr Weibchen. Aber da schlüpfen einen Tick mehr, weil die Buben einfach empfindlicher sind. Die sind viel empfindlicher wie die Mädchen. Also in der Jugendphase, ja. In der Behaltung zwecks Antibiotika oder sonstiges, in der konventionelle ist es ja gern, dass man so obligatorisch. Nein, ne? Gibt gar nichts. Okay. Frische Luft, Bewegung, ja. Raus, wenig Tiere pro Quadratmeter. Der wird aber relativ einfach ausgestattet. Da langt es eigentlich nur ein paar so mobile Trinken und Fütterung, Fütterkaps oder so Futterschalen. Und da könnte man jetzt zum Beispiel, wenn die kommen, die Küken, da könnte man also 1000 Küken einstallen. Und dann muss man es aber später immer weiter auf mehr Stellen verteilen. Weil das wird gerechnet, 18 Kilo pro Quadratmeter ist maximal zulässig nach dem Meterstandard. Und deshalb muss man also die dann immer kleiner machen, die Gruppen. Aber das ist natürlich wesentlich billiger, so ein Stall. Und dann habt ihr auch noch den riesen Vorteil, den kann man relativ leicht mit dem Verzieher, ist also mobiler. Man kann auch da oben in eine Hangfläche einsetzen und weil die große Stelle, die kann man also oben am Hang nicht transportieren oder bewegen. Das geht eigentlich nur mit einer kleinen. Und dann ist das nächste auch noch, die Ställe sind ja nicht das ganze Jahr belegt. Also immer nur, wir ziehen mir nun also nicht so ein Schmächter für andere, sondern wir ziehen jetzt nur auf die eigene, die wir aufziehen müssen. Die Junghähne, die wir brauchen und die Bruderhähne, die wir eben aufziehen müssen. Ja. Der Robert, der fliegt schon immer wieder rum und schaut nach Beute. Ja. Nee, aber jetzt, wenn so viele Leute da sind, nee, das ist das Problem ist, in der Mittagszeit kommen die eigentlich, wenn es richtig brütend heiß ist und die Hennen sich ganz wenig nur noch im Auslauf sind und dann sich ein Einzelner da irgendwo noch in ein Eck verkriecht und dann kann sein, dann schnappt er eine. Gell? Also da haben wir schon auch Verluste, das muss man natürlich auch mit einrechnen. Das haben die Leute, die die Tiere im Stall halten, natürlich nicht. Gell? Also man hat höhere Verluste, aber das ist naturbedingt. Gell? Da kann man nichts machen. So, dann haben wir den Bruderhahn Aufzuchtstall gesehen. Und dann gucken wir jetzt noch geschwind zu meinen Freundinnen. Gell? Ich habe nämlich zwei Stück, will ich euch mal zeigen. Ich habe was verschwunden. Ja, gucken wir schön nach. Man sieht hier, was hier biologisch alles getan wird für die Tierwelt, also speziell jetzt für die Hühner, dass die Menschen sich gut ernähren können, biologisch nicht irgendwie verseuchte Nahrung zu sich nehmen. Wie Genmais oder sonstige Sachen, also wirklich richtig biomäßig. Also ganz, ganz toll, was hier gemacht wird für den Menschen mit sehr, sehr viel Aufwand. So, ja, jetzt gucken wir noch ein Schwind zu unserer. Du bist so weit weg, hä? Komm mal ein wenig näher her. Also, das sind meine Freundinnen und einen Freund habe ich auch natürlich, ist klar, der gehört auch dazu. Den musst du dann halt mitnehmen. Nee, das ist die Olli, das ist die mit dem langen Bart. Ziegen haben immer einen Bart, gell? Deshalb hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das ist ein Ziegenbart. Da gibt es auch, so ist das ein Begriff. Oder ihr hebt die, schnappt ihr am Ziegenbart. Also die haben einen längeren oder kürzeren Bart, die mit dem langen Bart. Die heißt Olli und die andere heißt Dolly. Und der Bock, der ist Giesbart. Das sind genetisch hornlose weiße deutsche Edelziegen. Das sind richtige Milchmaschinen normalerweise, das ist also ein richtiger Stoffumsatztyp. Eine tue ich gerade melken, da habe ich heute Morgen, glaube ich, 3 Liter weggemolken.
Und die geben, also die Mutter von denen, die hat also fast 2000 Liter Milch gegeben. Das ist eine unheimliche Leistung für eine Ziege, weil die wiegt ja nicht einmal 50 Kilo. Und die haben gesagt, okay, zum Metzger geben ist schade. Und dann habe ich sie genommen, die zwei aufgezogen. Und dann habe ich lang keinen Bock gefunden. Da wollte ich immer einen Bock für sie haben. Und die wollte aber einen genetisch Hornlosen. Und dann habe ich auch Gott sei Dank mal als Kids einen bekommen und haben ihn auch aufgezogen. Und seitdem gibt es dann auch immer mal wieder Junge. Möchtest du dann auch Ziegenkäse oder so etwas? Nein, gar nichts. Ich mache nur für mich privat. Also wir machen offiziell nur für die die Eier für die Kundschaft. Und das ist gut. Ich trinke selber auch Ziegenmilch. Und, aber Käse okay. Kann ich noch keine Zeit, wenn ich mal in Rente bin. Mache ich genau. Das vielleicht. Ja. Das ist Hobby. Einfach. Okay, super. Danke. Ja, da ist eigentlich nur. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch nach oben für diejenigen, die unter den Berg aufwählen, dass ihr da vom Rest vom Betrieb auch noch was gesehen habt. So. Ihr habt gesehen, ihr habt da vorne einen Auslauf, die Hühner. Der sieht, die haben den vorgestern frisch bekommen. Der sieht nach einer Woche, 14 Tagen, sieht der nicht mehr so gut aus. Da ist das Gras weggefressen. Und das Gras, da wo sie immer rauslaufen, ist der Boden ziemlich kahl. Das haben wir da auf der rechten Seite gesehen, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, das habe ich auch drüber gemulcht. Das wird verschlissen. Der Boden, also das Gras wird gefressen und dann ist der wollte immer wieder was Frisches haben. Und jetzt ist mir eigentlich wichtig, dass die Tiere immer trockenen, sauberen Fußes unterwegs sind und nicht zu weit weggehen müssen vom Stall. Ein Huhn hat Angst, wenn es weit weg vom geschützten Raum ist. Nicht nur die Hühner. Ja, und deshalb, also da sagt man einfach 50 bis 60 Meter ist so eigentlich die ideale Entfernung zum Stall. Und deshalb haben wir hier an diesem Grundstück in der Mitte, der gehört mir also bis runter, haben wir da eine sogenannte Hühnerstraße errichtet. Da wird dann also der Mobilstall immer weiter gefahren. Und da ist alle 30 Meter ist dann also auch ein Wasser- und ein Stromanschluss, dass man also auch quasi wie ein Hausanschluss von der, ja, für im Wohngebiet quasi, gell, dass man also das Wasser und der Strom dann immer alle 30 Meter hat. Und da können wir über das ganze Jahr wandern wir mit dem Stall rauf und runter. Wir können jetzt einmal nach rechts rauslassen, einmal nach links. Und dann können wir die Fläche schön portionsweise abweiden. Kann man richtig sagen, die Hühner fressen ja Gras. Das ist ja, das macht auch den Dotter dann so dunkel. Gell? Vom Mais und vom Chlorophyll, also vom Gras, vom Grasgrün. Gell? Und das muss man also, deshalb haben wir da extra, das kostet natürlich auch nochmal viel Arbeit und Geld, aber ja, das ist natürlich jetzt hier eine Premium-Anlage. Gell? Der Stall, ich habe es vorher, haben es glaube ich nicht alle mitbekommen, ist also vollautomatisch auch ausgestattet und da muss ich das ja auch lohnen und möchte ja auch, dass den Tieren gut geht und dass wir die nächsten 30, 40 Jahre ein gutes, aber sicheres Einkommen erzielen können mit diesen Hühnern. Und da sollen die Hühner gesund bleiben. Gell? Deshalb immer ein frischer Auslauf. Aha. Gut, dann gehen wir noch weiter. Ich muss mal wieder was trinken. In Aale, da ist das Zelt eingebrochen. Da sind sie da gekommen mit so einer Waage. Das heißt, die war gar nicht da. Jetzt haben mich gefragt. Und die sind jetzt in Tuttlingen. Sind die gestrandet, die waren vor anderthalb Jahren auf dem Weihnachtsmarkt, also Weihnachtszuschuss da bei der Wasseralfinger Brauerei. Und da haben sie ihr ganzes Weihnachtsequipment drin. Aber der fällt noch vorher zusammen, bis die den abholen oder bis die wieder mal Zirkus machen können. Ja, das ist ja sowieso ziemlich baufällig, das Ding. Ja. Wir haben hier auch ein bisschen Wasser gehabt und da ist also gerade nur so durchgegangen. Da auf der rechten Seite sehen wir jetzt die Walnussbäumanlage. Also wir haben ungefähr 200 Walnussbäume und 100 Hochstammbäume gepflanzt das letzte Jahr. Und das heißt, vorletzte dahinter die größere, die sind vor zwei Jahren gepflanzt. Da unten die kleinere, die sind jetzt also letzte Herbst und Winter gepflanzt worden. Und die sind immer im Raster von 15 auf 15 Meter, sodass man also relativ gut mit der Maschine durchfahren kann. Und ja, auch nachher mit dem Ernten. Und das wird nachher, das gibt Riesenbäume. Nach wie vielen Jahren kann man da das erste Ja, das sagen wir mal, bis die erste große Nuss dran hängt oder sich zum Ernten lohnt, die sagen, es geht 15 Jahre, 10, 15 Jahre ins Land. Dafür kannst du dann aber auch 50, 60, 80 Jahre ernten. Gell?
Das geht dann relativ, die werden relativ alt, die Walnussbäume dann. Aber da muss man, man muss immer landwirtschaftliche Betrieb immer in Generationen denken. Also der Christian Schmid, der hat jetzt an ein paar andere und jetzt an Mino irgendwo indirekt gedacht und ich muss jetzt auch wieder an die nächste denken. Gell, so einfach ist das. So. Ist da links für Bäume? Links, das sind Akazien, da habe ich einen ganz großen Kummer, da können wir auch gerade stunden bleiben. Ja. Das sind Akazien, die habe ich auch vor einem guten Jahr gepflanzt. Aber da sieht man, die sind eigentlich bis hinten an die Wiesen gegangen. Das war früher auch mal ein Eisweiher. Und der ist in den 70er Jahren ist der Eisweiher zugeschüttet worden, weil die haben da einen Reitplatz gemacht. Das wäre heute undenkbar, der hätte heute, glaube ich, eingesperrt worden. Also so ein Biotop haben die da zugeschüttet. Und das haben die mit ganz schlechtem Boden zugeschüttet und da wachsen natürlich dementsprechend nicht viel. Und das sieht man jetzt auch. Die Akazien, das ist Bienenweide natürlich, das ist klar, und es ist eine Kurzumtriebspflanze, also Umtriebsholz, muss man sagen. Ich habe ja da eine Hackschnitzelheizung jetzt hier installiert und da war mein Gedanke, das ist minderwertiger Boden, jetzt guckst du mal, dass du da ein paar Bäume nachpflanzt, wo du in Hackschnitzelheizung gut verwenden kannst. Und aber ja, es ist, bin nicht ganz so zufrieden mit dem Erfolg, aber da vorne die Reihe sind gut, die vordere Reihe, aber sobald es an die Seite geht und hinter ist ein bisschen mager. Das ist wie gesagt ein Eisweiher, da will ich jetzt noch ein bisschen was dazu sagen, weil jetzt auch ein paar Kinder dabei sind, dass die mal wissen, wie früher geschafft worden ist. Also das war früher ein Flachgewässer, das war 30, 40 cm tief und das haben die machen müssen, Eis brechen müssen, weil sonst konnte man kein Bier kühlen. Das war ja hier eine Brauerei und früher hat es ja keinen Kühlschrank gegeben. Nicht so wie bei euch, wo man heute bloß aufmacht und alles ist kalt, wird mit Strom kühlt. Da hat es das gar nicht gegeben. Da haben die also schon vorausschauend denken müssen, haben gesagt, okay, wir müssen da flaches Gewässer anlegen. Dann haben die das seinerzeit von Hand rausgesägt mit solchen Handsägen, ne? Weil Motorsäge hat es auch nicht gegeben. Haben die Eisbrocken nach draußen getragen, auf den Wagen geschmissen. Die Pferdekutsche ist dann außen rumgefahren, oben an den Keller von der Brauerei hin und hat es dann runtergeschüttet. Das war dann ihre Winterarbeit. Immer wenn es kalt war, haben sie sich warm schaffen können. Gell? Nee, also da habe ich übrigens noch einen Kühlschrank, der auch eisgekühlt ist, wo man oben nur Eis reinschmeißt. Und wenn es dann mal verschmolzen ist, dann kann man unten das Wasser auslassen. Und links und rechts kann man Bierflaschen nachstellen. Gell? Früher, wie gesagt, ist der, deshalb ist da, jetzt ist der Biotop. Das tut man alle zwei, drei Jahre. Man schafft es nicht jedes Jahr. Man soll es eigentlich jedes Jahr einmal abmähen, dass wieder frisch raufkommt, sonst würde er verlanden. Weil also auch ein Biotop muss man pflegen. Und das ist jetzt ja Flachgewässer, ist natürlich ideal für frisch. Die Quaken hier Tag und Nacht bald, also hauptsächlich in der Nacht. Und jetzt haben wir da mal einen Versuch gemacht, weil eben so viel Frosch und Kleingetier da ist, haben wir mal einen Versuch gemacht, dass man da ein Storchennest nachbaut. Weil ab und zu tun eine so Zwischenlande und vielleicht gefällt es noch irgendwann einmal eine junge Perle. Weil die Alte, die bleiben ja immer beieinander und am gleichen Fleck. Und wenn sie mal eine Jungsperle einen Freitrag gefunden hat hier an dem Nest, vielleicht klappt das einmal. Gell? Wäre ja auch schön. Warum nicht da hoch auf den Giebel? Das stört mich. Ja, weil ich da nicht noch zum Pfleger oder schlecht zum Pfleger komme. Da hätten wir Fenster nah machen müssen. Aber wahrscheinlich, ich habe natürlich auch gedacht, da kann ich da immer ein bisschen beobachten. Aber das, viele haben mir schon gesagt, das ist zu nah an der Leit. Ja. Ja. Obwohl, ich kenne jetzt ein Storchennest auf einer alten Esse bei Chemnitz. Da kannst du also 5 Meter von der Leit weg. Also. Also vielleicht fruchtet es ja. Ja, da gibt es jetzt hier noch, das ist jetzt noch nicht fertig, kann man mal einen Blick reinwerfen bloß, gibt es halt sanitäre Anlagen. Ich sage es halt deshalb, weil wir kriegen demnächst die Eiersortierung von Hermannsfeld hier auf dem Sophierhof und dann tun wir nur noch 3-4 Mal die Woche, tun wir dann Eier sortieren und dann haben wir immer 4-5 Mitarbeiter hier. Wo dann den ganzen Tag lang Eier sortiert und dann brauchst du ja immer soziale Räume, also Toilette, Damen- und Herren-Toilette, das kommt dann da rein und dann kommt auch noch eine Dusche rein, weil wenn wir die Henne einfangen müssen dann mal oder die Hähnchen, da schwitzt man dann noch und da ist man froh, wenn man nachher noch geschwind unter Dusche kann und deshalb haben wir hier die sanitäre Räume für die Mitarbeiter und da ist ein Entsorgungsraum für den Wohnmobilstellplatz da.
Hier sind übrigens die Grundkonstruktion von den Bruderhahn-Aufzuchthäuser da. Und das gibt jetzt nur zwei kleine mit 6 Meter. Ich sage es gleich, vorher bin ich gefragt worden, was das ist. Da kommen natürlich keine Hähne rein, da will ich mal reinlegen. Das ist eine mobile Sauna. Ich bin früher eigentlich immer jede Woche in die Sauna gegangen. Und das ist seit anderthalb Jahren ja nicht mehr möglich. Und nur mit riesigem Aufwand oder gar nicht, ja, muss man sagen. Und das ist mir jetzt alles dumm geworden. Jetzt habe ich gesagt, jetzt bauen wir selber Sauna. Und ich kann ihn da mal unter den See nachstellen. Und dann kann ich im See gleich baden. Oder ich kann es mir da vor das Haus nachstellen. Oder ich kann es hinten auf die Wiese nachstellen. Da kommt jetzt noch ein Ofen rein. Und da, wie gesagt, das habe ich jetzt über den Winter auch. Kann man die dann mal mieten von Ihnen? Darf man aber kommen? Nein, wir sind eigentlich hier ganz privat hier. Ich sage es ganz ehrlich. Wir sind hier wenn das jetzt öffentlich gemacht wird, das kannst du vergessen. Haben wir haben ja den Hofladen Hermannsfeld habe ich ja aufgebaut, den Betrieb. Und da haben wir so viele Leute gehabt, jede durch den Laden, durch den Veranstaltungsraum. Da waren ja für 200 Leute, haben wir einen Festraum gehabt, den Hofladen und die Bäckerei. Und das ist eigentlich hier so mehr oder weniger mein Altersruhesitz hier. Gell? Wunderschön. Ja, gibt's jetzt noch, das ist übrigens meine Festhütte zu meinem 60. Ich muss noch ein paar Jahre schaffen, bis ich in Rente kann. Finde ich also für Mitarbeiter zum Sitzen, Kochen, so Kochgelegenheit, dass sie sich was warm machen können. Oder mal ein kleines Festle für sagen wir, 50, 20 Leute maximal. Gell? Also Corona-Zeiten vielleicht bloß 10. Gell? Ich muss jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand vom Ordnungsamt da ist. Ja, ich weise jetzt nur mal darauf hin, gehen wir erst rauf oder machen wir erst unter die Gebäude? Machen wir die Gebäude unten geschwind. Bitte? Die alte Scheune war zu doppelt? Ja, die war doppelt. Schade. Oder? Ja, aber wir haben auch den Platz. Großes sehen wir gleich. Bei den Gebäuden gilt es hier wieder das Gleiche. Familienweis, bloß Durchgänge, Abstand halten. Gäste, also. Da ist eine Kompostalette, darf ich da rein? Da vor dem Tiny House und sonst geht es dann hier ins Haus. Da ist ganz ins Haus rein. Nein, rechts nein. Ist jemand drin, also nicht erschrecken. Tür offen lassen aber, gell, dass ich wieder rein. So. Aha, schöne. Einfach bloß durchlaufen. Da, ich wollte uns die Hackschnitzelheizung zeigen. Schauen wir mal, was Hackschnitzelheizung ist. Pinsel. Ah, da hinten ist die Hackschnitzelheizung. Okay. Heizomat. Frisches Lammfleisch. Ja, die Hackschnitzelheizung brauchen wir deshalb, wenn wir viele verschiedene Gebäude zum Heizen haben. Das ist ein 75 kW Kessel. Und da wird also, wie gesagt, das Wohnhaus, die Werkstatt. Hinter haben wir noch eine Trocknungsanlage. Da werden also zukünftig dann auch der Hühnermisch wird da getrocknet. Das ist dann nachher wie Guano, dass er besser transportfähig ist. Dann werden auch die Wallensäule da getrocknet werden. Und zwar kommen die da alle in Kiste und werden dann auf die Trocknungsbox gesetzt. Ganz richtig. Und richtig, schon funktioniert es nicht mit der Wallnis. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich kann noch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Ja, und ja, das wäre also der Teil. Und dann, also wie gesagt, hier wäre dann die Trocknung. Viel, viel Arbeit. Viel Arbeit. Das wissen wir alle. Das sind Gehmeter. Wir haben ungefähr 80 Leder. Die warten noch, dass wir fertig sind. Ja, wir müssen ein paar Jahre machen. Also, das ist unsere Mehrzweckhalle. Da haben wir Lagermöglichkeiten. Dahinter ist, wie gesagt, die Trocknung. Da ist hinter dann ein Gebläse dran. Das ist aber jetzt gerade abgebaut. Und da kann man also Rundballer drauf trocknen. Da kann man Boxen draufstellen, wo man den Kot trocknen kann, dass man quasi die Guano hat. Und dann kann man auch dann die Boxen draufsetzen für die Walnüsse, die dann irgendwann einmal zum Trocknen sind. Aber das geht nur 10 Jahre wahrscheinlich ins Land. Davor seht ihr einen Haufen Baumaterial, das ist quasi das Baumaterial für die zwei weitere Bruderhahnställe. Das habe ich Gott sei Dank schon im vergangenen Jahr eingekauft und auch hier zwischengelagert, weil es ist unglaublich. Also so ein Bruderhahnstall hat mir ungefähr vom Material her und vom
Schweißer, das habe ich machen lassen, 15.000 Euro gekostet. Sie müssen jetzt glatt das Doppelte retten. Also es reicht wahrscheinlich nicht. Also Holz ist ums mehr als Dreifache raufgegangen, Eiser ums Doppelte, Kunststoff auch. Also es ist unglaublich und ja. Also wir laufen wieder durch, auch wieder im Gänsemarsch. Das da drüber gibt jetzt dann, da können wir den Abstand so einhalten, die hier, das gibt dann die Sortierung. So, eine exklusive Führung am Sophienhof. Das ist natürlich nicht aller Tage. So, jetzt, da warten natürlich, dass alle da sind, einfach im Raum verteilen, dass ihr die anderthalb Meter pro Familie einhaltet. Ja. Nein, im Winter wird es kälter, denke ich. Nee, da wird also auch die Deckeheizung wird dann auch über die Hackschnitzelheizung dann betrieben. Und das hier ist, wie gesagt, die Eiersortierung. Wir sortieren ja zurzeit in Hermannsfeld, jeden Tag 4-5 Stunden. Das ist ganz arg schwierig, das zukünftig auf die Reihe zu kriegen, weil man kriegt kaum noch Leute, die am Sonntag arbeiten oder am Feiertag oder zwei Feiertage hintereinander, an Ostern und Weihnachten oder was weiß ich. Es ist immer schwierig und deshalb haben wir also vor, dass wir nur noch drei oder viermal in der Woche dann aber ganztägig hier sortieren mit einer großen vollautomatischen Anlage und wo auch die Eier dann gleich in Schächtele eingepackt werden und gleich auszeichnet werden. Das ist im Moment alles noch in Arbeit. Aber ja, das ist halt jetzt der nächste Schritt hier und das wird zukünftig alles hier von Hermannsfeld hierher verlagert. Gut. Ober ist dann noch in der Dachfläche, hat vorher eben auch gefragt, das ist also keine Anzahl da oben. Da, wir nehmen immer Lastzugweise die Eierschächtel ab und da müssen wir immer Lastzugweise abnehmen, wenn wir einen günstigen Preis haben wollen und die werden dann oben gelagert. Deshalb ist da auch der Ober oben der Weg. Laufen wir noch mit an dem Stall vorbei, da ist aber noch Ja, weg der Traglast. Ja, das ist auch was Besonderes. Ihr habt gesehen, hier sind an der Halle ist gerade die Frage gewesen, warum das Blechdach so hohe Welle hat. Das war auch ein ganz neues System, das ich hier bauen ließ. Das kommt aus dem Allgäu, hat es einer zum ersten Mal angewandt, obwohl es da relativ viel Schnee und hohe Dachlaster gibt. Und da ging es einfach darum, wie man landwirtschaftliche Nutzgebäude billiger bauen kann, wo man keine Sparre und keine Dachlatter und was weiß ich braucht. Und dann haben sie hier, haben der mit ihrer Firma zusammengetan, die Blech macht, und haben die da Versuche gefahren und haben dann aber freitragende Trapezbleche so stabil gemacht, dass die waren seinerzeit bis 9 Meter Spannweite, das ist jetzt hier, die hat also 18 Meter Spannweite hat sie 9 Meter, also 2 mal 9 sind 18, braucht also hier eine Mittelstütze bei dem System. Aber jetzt kann man es inzwischen bis, glaube ich, 12, 14 Meter kann man es jetzt frei spannen. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil vom Kostenvorteil. Also die ganze Halle, die hat um die 100.000 Euro gekostet. Wenn Sie das mit einer normalen Zimmermannskonstruktion machen würdet, wie so, wie hier, wäre undenkbar. Wäre auch von der, um den Preis, das ging gar nicht. Also das Doppelte oder das Dreifache kostet jetzt sowieso. Nee, es ist eine relativ günstige. Und je höher da die, ich glaube Sicken heißt es, je höher die sind, desto höher das ist die Traglast. Die Sicken ist für die Stabilität. Für die Stabilität, genau. Ganz klar. Dieses Blech zum Beispiel hier, da ist so ein Zentimeter hoch. Wenn der durch ist, das ganze Ding ist komplett instabil. Gut, das ist auch dünneres Blech. Also dahinter haben wir nur den ehemaligen Kuhstall. Das sind jetzt, da war bis vor einem Jahr die Schafe drin. Mutterschafe, 100 Mutterschafe. Jetzt habe ich, wie gesagt, bloß nur die Ziege. Und die paar Ziege. Und das reicht auch, wenn wir uns jetzt ganz auf die Lege hin spezialisieren. Das sind dann hier jetzt einfach nur noch für Maschinen Lagerräume und hier haben ja auch meine
Maschine, die ich brauche. Das ist meine wichtigste Maschine. Der kleine Teleskop, da habe ich noch einen Hoftrag. Früher waren hier auf dem Betrieb mal 30 Leute beschäftigt mit der Brauerei, Landwirtschaft und wo auch die Wirtschaften beliefert haben mit dem Pferdefuhrwerk. Heute machst du alles alleine, mehr oder weniger. Du bist alleinschaffender Künstler. Gell? Das ist so. Mit den Schafen war nichts? Mit den Schafen war gut. Mit den Schafen muss ich ganz klipp und ehrlich. Nehme kein Blatt vor den Mund, ich sage alles. Also mit den Schafen ist eigentlich kein großes Geld zu verdienen. Ich habe letztes Jahr, das funktioniert nur dann, wenn man kann ein bisschen was verdienen, wenn man es direkt vom Markt tut. Aber wenn Sie es an VZ abliefern müssen, also die Viehzentrale, das können Sie vergessen. Und das ist also wie gesagt, und wir haben aber jede Woche 2-3 Mutterschafe, Lämmer vermarktet auf dem Wochenmarkt in Aalen, konnte es also direkt vermarkten und da hat sich das also gerechnet. Da war das okay, aber da, wo das dann Ganze losgegangen ist mit dem Maskentragen, dann bin ich ja da angefeindet worden auf dem Wochenmarkt und dann habe ich gesagt, okay, muss ich mir nicht antun. Und dann habe ich gesagt, dann höre ich auf und jetzt mache ich nur noch das, was mir Spaß macht und wo ich auch Geld verdiene. Ja. So, ja, hier auch noch ein bisschen, wo man jetzt immer öfter sieht. Ist ein sogenanntes Tiny House. Tiny House ist eine kleine Wohneinheit für Single oder ganz frisch verliebtes Perle, wo noch viel Enge und Nähe braucht. Und wir haben es also im Betriebsvermögen drin. Das ist bei uns für Mitarbeiter, kann auch jeder mal einen Blick reinwerfen, aber auch wieder im Gänse. Marsch, ihr passet auf da nachher, gell? Weil da geht es fein runter. Okay, ich habe feine Angst. Ja. Ja. Wie gesagt, da ist ein Bad, ein kleines Bad drin, da ist eine kleine Kücheneinheit drin, da ist, kann man ein Bett einstellen, ein Schreibtisch und ein Schrank. Was man im Tiny House nicht machen kann, man kann also nicht jede Woche 2-3 Mal zum Einkaufen kommen und voll bepackt nach Hause kommen. Dann wird es im Tiny House irgendwann zu eng. Also man muss auch irgendwo seine Lebensplanung und Einstellung dem Haus dann anpassen. Also es gibt vorne noch eine Möglichkeit, hinten noch eine Möglichkeit, und zum was zwischenlagern, also so einen Schrank, aber ein paar Skier-Nachsteller oder irgendwas. Aber ansonsten, das ist eine Fußbodenheizung drin, da ist ein Bad, schön, ist wirklich kuschelig warm, wird mit Gas geheizt, vorne sind die zwei Gasflaschen und man kann das Wasser, muss man selber, wenn man keinen Wasseranschluss hat, muss man es reintragen. Also man lernt dann wirklich auch zu haushalten. Ja. Der hat heute riesen Freude, aber der kann schon nicht mehr, das ist unser Hofhund, der heißt Nero übrigens, gell? Der Nero heißt, der war schon in der Geschichte, das ist jetzt weit nach der 7. 8. Klasse, das war ein römischer Kaiser. So, das ist hier ein Tiny House. Kleines, ganz sporadisch eingerichtet, aber funktionsfähig mit Küche, mit Bad, so wie es sein sollte. Also, das ist der Hund. So geht es. Also, gehen wir weiter. Okay. Ich muss mich gleich korrigieren. Italienisch heißt schwarz Negro. Also, nicht, dass du gleich was Falsches lernst. Also, Nero war der römische Kaiser. Punkt. Das weiß ich. Ein teilbar dran, das war ich. Ach so, ja. Das ist voll krass. Da haben wir dieses Jahr ganz arg Pech. Wir wollten das eigentlich schon vor 14 Tagen machen. Das gibt Pferdeheu. Also wir werden ganz bewusst ein altes Heu haben. Und, aber jetzt sind wir die letzten 14 Tage, hat's also 3 Wochen kann ich sagen, hat also gar nichts geklappt. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt lassen wir es aber mähen und lassen jetzt aber erst einen Tag oder zwei liegen, weil der Boden ganz arg nass ist. Also das muss man eigentlich wirklich sagen, also das dauert auch 4 Tage, bis das fertig ist jetzt. Also wir brauchen jetzt 4 schöne Sonnentage. Heute ist der erste Sonnentag, gell? Heute fangen wir mal an.
Ja, Gott sei Dank, und ihr seid da. Also das ist, da strahlt die Sonne. Ja, das ist toll. Das freut mich ganz arg. Amen, hier ist der erste schöne Tag. Ja, klar. Also die Fläche vom Sophiahof geht eigentlich runter bis zur Bahnlinie und dahinter geht es noch so ein Teil bis zu dem Acker darüber. Und dann geht es hier hinten noch so ein Streifen, so 100, 200 Meter nochmal rein. Hier ist die Auslauffläche dann auch für die Ziegen dann. Die dürfen also auch hier raus, wenn jetzt die alten Dachziegel weg sind. Was für Bäume sind das da oben? Das sind, kommen wir gerade, wir gehen da rauf. Das sind alles Hochstamm. Das sind jetzt 60 Hochstamm, alte Apfel, muss ich schön warten, alte Apfel- und Birnensorte. Und zwar ist das die Ausgleichsmaßnahme, die ich hier für die Hühnerstelle und die Hühnerstraße habe leisten müssen. Und da habe ich gesagt, ich habe hier früher Kirsche gehabt, und zwar 800 Kirschbäume. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mein größter Fehler, den ich gemacht habe hier auf dem Sophiahof. Da ist mein Freund am Anfang gekommen, wo ich den gekauft habe. Der hat einen riesen Obstbaubetrieb am Bodensee. Und dann hat er gesagt, also mit Äpfeln und Birnen brauchst du hier nicht anfangen. Da musst du was machen, wo Geld bringt. Und hat da gesagt, Kirsche. Aber wir sind hier auf der Ostalb und nicht am Bodensee. Muss man also klipp und klar so sagen. Und dann haben wir also Lehrgeld, habe ich Lehrgeld gezahlt. Jetzt sind noch ein paar vereinzelt, sind noch da. Die obere Reihe ganz sind späte, die sind aber ganz verfroren das Jahr, da ist nicht viel dran. Die frühe, da habe ich ein bisschen Glück gehabt, die mittlere waren noch am besten. Also man hat nicht jedes Jahr was. Jetzt, also der Rest ist jetzt alles voll weg. Das, was da war, ist jetzt alles voll weg voll. Die letzten drei Wochen, ich meine, wir sind dieses Jahr von der Vegetation ohnehin 14 Tage hinter dran gewesen. So, also so spät im Frühjahr, wie das Jahr losgegangen ist, war es ja, wüsste ich noch gar nicht, schon lange nicht mehr. Gell? Auf jeden Fall ist das mit der Kirsche nichts gewesen. Das war also Lehrgeld. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, ich sage es jetzt nochmal, dass alle dahinter auch verstanden haben, weil die jetzt erst kommen, das sind alle alte Obstsorten und Birnensorten. Ich habe selber auch eine richtige Freitrag. Da sind Geldmöster dabei, da war in meiner Jugendzeit, da habe ich da schon die gesammelt und Schweizer Wasserbirne und was weiß ich, fällt jetzt gerade nicht alles ein. Alle möglichen, sind also immer zwei Bäume, das sind jetzt also 30 verschiedene Obstsorte, und bei der Walnuss haben wir es eigentlich genauso gemacht. Das sind also auch ungefähr 20, 25 verschiedene Sorten, von früh bis spät und von groß bis klein, also von verschiedenen Richtungen, süß, säuerlich, Tafelapfel, Mostapfel, und also da bin ich also gespannt, wie es sich entwickelt. Aber wir gehen noch hoch. Wir können, also hier, gut, das ist ja eigentlich nicht so interessant, das sind da schon Lager und Maschinen noch. Das Dach habe ich dick 2012, weil das war natürlich auch mal Lade. Und da müssen wir also jetzt, wie gesagt, da sind Maschinen drin. Und, aber ich habe es bloß zugestellt, weil ja auch viele Kinder unterwegs sind. Nicht, dass mir da irgendjemand runterfällt. Gell? Ihr passet ja immer auf. Ja, hier haben wir unser Hackschnitzellager jetzt noch, das ist aber Provisorium. Die Mischte ist auch ein Provisorium, das gibt also zukünftig nur noch Hackschnitzellager und einen Wiesensatz, das ist jetzt auch schon genehmigt worden, Gott sei Dank. Bei uns dauert das immer relativ lang. Ist genehmigt worden, hier kommt jetzt eine Schüttguthalle hin für den Trockenkot von den Hühnern. Weil da fehlt ja jede Woche, muss man da ja die Stelle entmischen, und dann muss der zwischengelagert werden, bis der wieder rauskommt aufs Feld, und der muss überdacht sein, dass da nicht drauf regnet. Aber auf welches Feld? Aufs eigene? Oder? Bitte? Auf welches Feld? Aufs eigene? Oder eigene, und wir haben ja, hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, ich habe den Betrieb von Manfred Schmid gepachtet, der hat 6000 Hühner und das sind nur 70 Hektar, auch ein Demeterbetrieb, deshalb sind wir auch Demeterbetrieb, und der braucht jedes Kilo Dünger braucht er. Ja, weil die haben ja keine Kunstdünger, darf man im Biobereich ja nicht einsetzen. Deshalb ist man ganz stark darauf angewiesen, dass man Tiere hat, die einen hochwertigen Dünger erzeugen und dass das wieder in den Nährstoffkreislauf kommt. Ja. Also das bleibt alles im Naturkreislauf, hier im Betriebskreislauf. Da geht nichts raus. Ja.
hochwertig. Muss aber getrocknet werden. Ist leichter zum Handhaben. Muss nicht getrocknet werden, aber ist leichter zum Handhaben und auch von der Technik. Nur nicht so, nicht so aggressiv. Ja? Also die Ja, wir haben noch ein Brennrecht, also mit 300 Liter Weingeist. Warum? Klar natürlich. Also hier gehe ich bloß die rauf, wo noch ein bisschen Bergsteiger wollen heute. Aber es lohnt sich, ist oben ein wunderschöner Ausblick. Gell? Ja, man bekommt ja sehr gut vermittelt, was hier alles heutzutage noch in der Landwirtschaft, beziehungsweise gesagt, was für Auflagen man hat und so weiter. Also schon sehr, sehr eine Wissenschaft für sich heutzutage, einen Bauernhof oder landwirtschaftlich da was zu tätig zu sein. Wir haben ein Brennrecht, hier wird auch gebrannt. Einmal im Jahr, ich habe bloß einen anderen, der für mich brennt, weil ich trinke keinen Schnaps. Ja, das ist natürlich auch. Ich bin da überhaupt nicht mein. Ich denke, so das regionale Gedanke, der ist ja die letzten Jahre schon sehr stark und groß geworden. Ja, klar. Und wenn man da wirklich einen qualitativ guten Obststand hat, kann man schon auch gut vermarkten, glaube ich. Ja, klar. Ich sage es jetzt einfach mal, so zwischen Neid ist nichts, darunter sind mehr die Apfelbäume. Wunderschöner Ausblick. Die sind also den Winter gesetzt worden. Die brauchen natürlich auch 10, 15 Jahre, bis die richtig da sind, gell? Upsala. Jetzt fühlt es sich dann auch gegen Mittag, dann merke ich schon. Bei uns ist halt der Nachteil, dass wir keine Bewirtung haben. Das ist für viele abschreckend gewesen, aber ich kann es nicht ändern. Ich könnte die Auflage nicht stimmen. Das ist der rote Bärlepsch. Hier zum Beispiel auch zwei. Da sind übrigens noch ein paar Kirschen drauf, sehe ich gerade. Ja, aber alle verfault. Alle, die Kirschen sind alle verfault. Ja. Was war das denn für die Kirsche? Der Frosch? Ja, der Frosch und die kalte Winde. Frosch und die kalte Winde, das ist sehr geil. Und dann sind jetzt alles Bäume, die sind züchtet, dass man viel spritzen tut. Also mein Freund, der die Intensivobstanlage hat, also der spritzt 10-mal. Kirsche, ja, 10-mal. Äpfel brauchst du gar nicht fragen. Ja, das ist, die ziehen das knallhart durch. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann bist du bei der Kirsche verloren. Mit der Kirschfruchtfliege und Molilia und das sind alles hochgezüchtete moderne Sorten, wo das brauchen, wo darauf angewiesen sind. Und bei den Walnüssen, wie sieht es aus? Das sind Frosch. Frosch, ja, das ist auch ein Problem. Klar, aber nur im Frühjahr, wenn du machst bloß die Blätter was aus. Ja. Klar, Wie ein Riesenbaum. Ja. Der ist 2 Jahre verfroren. Einmal nur Windfrost oben, ja. Da hat man genau gesehen. Ja. Keine einzige Wand. Und sonst machen wir unser eigenes Öl literweise. Ja. Also das ist, habe ich Bedenken mit dem Frosch. Also es sind alles robuste Windfrost. Sorte da. Alles robuste Sorte. Aber und ich hoffe es. Ja. Also bis jetzt ist noch nichts. Ja, und dann wird es nochmal richtig kalt. Aber das haben sie am Obst immer. Jetzt machen wir noch den Endspurt bis nach. Oder? So. Ich kann ja sagen, dass wir raufgekommen sind, der Berg. Ja. Das ist übrigens der Schradenberg, heißt der. Schradenberg, da oben. Der hat so 540 Meter, glaube ich. Der höchste Punkt da. Wir liegen jetzt irgendwo auf 500 Meter, sind wir jetzt. Höhenmeter. Das Haus ist auf 450, 60. Schöne Terrassen hier gemacht. Alexander Lukas. Oh, das ist super. Geldmischler haben wir auch. Ja, wir haben ein Brennrecht. Habe ich vorher schon mal gesagt, wir haben ein Brennrecht mit 300 Liter Weißgeist. Stefan-live.de. Live.de, das ist Homepage. Und ich bin auch in Telegram, YouTube und verschiedene Sachen bin ich tätig. Minus Live. Also Stefan mit PH und Live mit V. Alle Kläger. Das nächste Mal.
nächsten Tag haben wir das Klo putzen müssen. Und das war richtig so. Und seitdem trinke ich keinen Schnaps mehr. Ich kann auch beim Zusammenschnitt.de auf der Homepage dann. So. Es geht ins über die Lunge, muss das ins Blut gehen, über die Lunge. Ja. Also wenn du Schnaps brennen tust, da kriegst du auch einen Rausch. Ja, ja. Ja, das ist meistens kalt, dann machst du halt zu. Ja, jetzt hat sich trotzdem gelohnt, dass ihr mit drauf seid, weil das ist eigentlich der schönste Blick über den Sophiahof. Und ich gehe auch abends manchmal noch auf und trinke ein Fläschchen Bier da oben. Wenn er nicht. Und also auf jeden Fall, hier seht ihr auch die gesamte Fläche, das ist da, wo der Zug jetzt gerade an der Spitze gewesen ist, an dem Getreideacker. Ja, da ist quasi die Grenze. Den Getreideacker da, den kann ich jetzt dann noch kaufen. Deshalb habe ich die Hühnerstraße bis hinten nachgemacht, dass man da also den, die braucht man gar nicht mehr groß verlängern, da kann man eigentlich Auslauf machen, genau. Und ja, und dann, wie gesagt, jetzt hier bis zum Teich, dann darüber geht es bis zum Weg und hinter bis zu dem Acker und dann geht hinter noch so ein kleiner Streifen in Richtung Wald. Also es sind 15,3 Hektar, die hier arrondiert bei der Fläche sind, hier der Südhang. Und ja, wenn ihr denkt, die Bäume, die bringen irgendwann einmal Schatten. Es hat auch noch einen anderen Grund, sage ich jetzt auch. Die haben vor 2-3 Jahren hat die Stadt Ahler ein Ansinnen gehabt, hieße die ganze Fläche nebenan zu bebauen, als Wohnbaufläche zu nehmen. Und die wollten natürlich bis an Teckena bauen, das sind ungefähr 3,5-4 Hektar. Und war aber ein Problem mit der Erschließung. Wäre aber irgendwo untergegangen, weil die Sauerbachstraße ist schon zu. Und dann habe ich gedacht, also wenn hier jetzt mal Bäume sind, dann ist das, die mal, bis das dann soweit ist, dann können die den Sophiahof wenigstens nicht zubauen. Nee, und da habe ich auch noch gesagt, sie müssen den Mindestabstand einhalten von 50, 60 Meter, weil wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb, wir sind kein Wohngebiet. Bei mir ist auch mal morgens um 6 Uhr, fahre ich auch mal mit dem Schlepper oder abends um 10 Uhr oder bleckt mal ein Schaf oder gräht mal einen Hahn oder was, gell? Dass da einfach wegen Abstand ist. Und ja, und hier ist dann auch geplant, die mobile Hühneraufzuchtmobile hier auch auf der Fläche zu bewegen. Da ist natürlich zu steil hier gleich am Anfang, aber weiter unten ist er dann flacher. Und auch das gleiche da unten. Wir haben also 8 Mobile jetzt gerade im Genehmigungsverfahren. 2 sind jetzt gestern durch den Technischen Ausschuss oder die Woche im Technischen Ausschuss gewesen. Also wir tun uns immer ganz arg schwer mit der Genehmigung, weil wir hier im Außenbereich sind. Und ja, ich habe ganz großes Glück gehabt, dass ich das seinerzeit den Sophiahof habe kaufen können. Eigentlich wollte denn die Gemeinde Essinger und die Stadt Ahler sich aufteilen, nur die Fläche als Ausgleichsfläche für Baumaßnahmen und als Baufläche natürlich. Da unten, da wo die Parkplätze jetzt sind, das wäre bestimmt dann auch irgendwann zubaut worden. Aber ich habe das Glück gehabt, dass in dem Testament drin gestanden ist, wo die Frau das also vererbt hat, dass es nur ein Landwirt kaufen kann. Und dass es also nicht irgendwie in einen Investor gehen kann oder an die Stadt oder an die Gemeinde Essinger. Weil dies, ja, und das war mein Glück. Und deshalb ich möchte auch, dass der Sophiahof irgendwo, ist eine kleine Perle, sage ich, möchte eigentlich, dass er so beieinander bleibt. Aber ich kann es nur ein paar Jahre regeln, irgendwann macht es die nächste Generation. Aber wenn sie es hier schön hat, dann will sie auch gerne so das weitererhalten, denke ich. Gell? Also hier oben sehen wir auch die ganze Kirsche, da ist also fast nichts dran gewesen und alles verfroren. Kirsche ist hier auf der Ostalb nicht das Gelbe vom Ei. 15,3 Hektar Eigefläche. Gell? Und dann haben wir noch ein paar Hektar. Grüße. Also wir sind ungefähr jetzt gerade so bei 20 Hektar und dann ist jetzt der Betrieb dann in Westhausen noch, das sind so ungefähr 70 Hektar. Gell?